Heute werden wir in Minecraft einen neuen Boss bezwingen. Und um diesen Boss zu bezwingen, müssen wir richtig OP werden und einen Bogen haben. Denn dieser Boss wird auf uns Granaten werfen und der wird richtig hart sein. So, als erstes brauchen wir natürlich erstmal hier ein bisschen Holz. Denn wir wollen ja stark werden. Und um stark zu werden, müssen wir erstmal die ganzen Basics haben. Somit haben wir jetzt erstmal hier ein bisschen Holz. Und jetzt craften wir uns hier unsere Bank. Und mit dieser Bank können wir uns schon mal die ersten Items machen. Und als nächstes brauchen wir dann auf jeden Fall auch noch eine Spitzhacke und ein Schwert. Und falls ihr mich fragt, was ich für einen Skin habe, ich habe hier natürlich den No-Skin, Freunde. Aber ey, seid nicht hart zu mir, okay? Minecraft spiele ich noch nicht so oft. Deswegen müsst ihr mir richtig geile Tipps geben, was wir so in Zukunft noch machen könnten oder was ich vielleicht vergessen habe. Das wird echt geil, Freunde. Wir beide, wir sind ein Team, wisst ihr? Wir sind so zusammen, ja? Deswegen lasst uns das jetzt richtig rocken zusammen. Okay, jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Holz. Und jetzt schauen wir mal, was hier noch so alles am Start ist, ja? Wir wollen ja hier erstmal einen guten Ausblick haben, Freunde, und wissen, was hier überhaupt auf dieser Map ist. Wir klettern mal hier auf den Baum und... Oh! Ey, da ist ein... Da ist eine Stadt. Ich weiß auf jeden Fall, dass da auch richtig geile Sachen sind. Also zum Beispiel auch so Dorfbewohner und so. Ey, Freunde, um unseren Boss zu beschwören, müssen wir auf jeden Fall Untote besiegen. Das heißt Zombies und dann auch noch Skelette. Dann natürlich auch Spinnen und so. Müssen wir 200, glaube ich, von denen killen. Und dann auf einmal kommt der Boss. Und ey, warte. Ich habe jetzt ein bisschen zu viel geredet, weil mir fällt gerade auf, nicht nur eine Stadt ist hier, sondern auch noch eine Pyramide. Das bedeutet, das sind richtig geile Items. Also sind wir schon mal für den Anfang gewappnet, Freunde. Aber lass uns das noch hier weiter ganz kurz noch erkunden. Was ist denn hier? Ein Bett? Okay, okay. Ey, können wir vielleicht schon mal hier schlafen? Nee, können wir nicht. Schade. Aber wir haben schon mal einen Wiedereinstiegspunkt gesetzt. Das heißt, wenn wir sterben, werden wir hier in dieser Stadt wiederkommen. Hier ist ein Golem. Sieht aus wie Thaddäus Tentakel von SpongeBob. Der No-Skin-Boss ist jetzt bereit, in diese Pyramide reinzugehen. Aber dein Zahn gefällt mir. Ich will auch gerne so einen Zahn haben, ey. Okay, let's go. Wir gehen jetzt hier rein. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Oh, oh, ach, wie süß, wie süß. Nein. Ey, chill mal. Ey, können wir nicht Freunde sein? Ey, Bro, komm. Jetzt hast du hier meine schöne Pyramide kaputt gemacht. Das gibt's doch nicht. Okay, wir gehen jetzt einmal runter. Und ich bin gespannt. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen auf diese Platte, weil die... Nein, ey. Ey, diese Creeper, ne? Müssen die immer nerven? Okay, nein. Oh. Das war knapp, aber wir haben es irgendwie überlebt und wir dürfen auf jeden Fall nicht diese Platte hier kaputt machen. Ey, ich meine, nicht drauf treten. Was rede ich da? Jetzt gucken wir mal, was hier für geile Items sind. Wir haben Diamanten schon gefunden. Ey, wir spielen gerade mal 10 Minuten oder so und schon haben wir Diamanten gefunden. Was? Schwarzpulver, daraus können wir TNT machen. Jetzt haben wir auch ein paar Pfeile, ein paar Knochen und einen goldenen Apfel. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Oha, wie viel TNT wollen wir denn später bauen, wenn wir hier so viel Schwarzpulver haben? Verzaubertes Buch haben wir auch am Start. Und wieder ein Tschüss! Einfach eine Doppelt-Axt. Holy moly, jetzt sind wir schon einigermaßen OP. Jetzt müssen wir uns einmal ganz kurz beruhigen. Wir haben hier eine verzauberte Doppelt-Axt und ein antiker Bogen. Ey, jetzt müssen wir nur noch eine Mine finden, damit wir so viele Monster wie möglich killen, damit wir diese Challenge heute bezwingen. Okay, nein. Diamantner Ross? Oh, ey, Fortnite übertreibt gerade. Was rede ich da? Minecraft übertreibt gerade. Und wir gehen jetzt hier einmal hoch. Wir haben Heu gefunden. Daraus können wir uns Brot machen. Und aus Brot kommen wir leben. Jetzt machen wir uns ganz viel Brot. Nein, es wird schon langsam dunkel. Also, jetzt müssen wir irgendwie hier eine geile Mine finden. Come on. Ey, hier ist eine Biene. Richtig geil. Vielleicht finden wir hier einen Spawner. Einen Spawner könnten wir richtig gut gebrauchen. Denn wenn wir einen Spawner gefunden haben... Nein! Was soll denn das? Ich wollte Superman-Sprung machen und irgendwie das überleben, aber wir sind wieder gestorben. Wir versuchen es nochmal. Komm, weiche alles aus, Bro. Okay, hier müssen auch irgendwo meine Items sein. Aha, was willst denn du? Hier, geh mal runter. Holy moly, hat er einen Abflug gemacht. Und... Oh, das war Trick 17, Freunde. Okay, jetzt haben wir schon mal unseren Bow und unsere ganzen Items. Wir haben ein kleines Problem, weil irgendwie kommen wir hier nicht mal wieder hoch. Und wir haben gar kein Holz. Wir haben Holz vergessen, Freunde. Wir wollen hier ein bisschen zeigen, was die No-Skin-Army drauf hat. Und nicht hier... Mann! Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Holz, denke ich mal. Und jetzt gehen wir wieder zu dieser Location. Und jetzt schaffen wir das. Ich bin mir ziemlich sicher. Aus dem Weg, Geringverdiener. Wir können uns eine Stein-Pickaxe machen. Daraus können wir jetzt unser Eisen farmen und uns eine Rüstung machen. Denn wir müssen ja OP werden. Wir müssen ja richtig stark werden, damit wir auf irgendeine Weise eine Chance haben gegen diesen mächtigen Boss. Wir brauchen unbedingt unsere Waffe. Waffe! Wo bist du?
Wo ist unsere Waffe, Freunde? Come on. Wir haben zwar 4 Diamanten, aber wo ist unsere Waffe, ey? Die war doch so geil. Wir brauchen unseren Bogen. Wir brauchen unsere Waffe. Ich denke, das werden wir am allermeisten gebrauchen. So, jetzt haben wir eine Diamantspitzhacke. Jetzt gehen wir als nächstes auf die Suche nach unserer Mine, Freunde. Einfach 3 Creeper hier am Start. Ach du Heilige, jetzt müssen wir irgendwie eine Mine finden. Wo ist hier eine Mine, Bros? Ich werde mich jetzt einfach nach unten bauen. Vielleicht finde ich da irgendwas. Eisen! Wir haben Gold gefunden, Freunde! Wir sind ziemlich tief gerade. Oh ja, das sind wir auf jeden Fall. Okay, hier war schon mal keine Mine. Okay, da das Abbauen so lange dauert, werde ich jetzt nochmal mit euch reden. Freunde, ich bin so hyped auf diesen Boss, aber ich habe von Freunden gehört, er soll mega schwer werden. Also, ich muss unbedingt alle meine Kraft sammeln, um das zu schaffen. Wir haben hier eine Mine oder irgendwie eine Höhle oder so gefunden. Und wir sehen hier schon richtig viele Gegner. Ey, ich nehme dich hops, Bro. Und wie stark irgendwie. Ey, sind Spinnen irgendwie stärker geworden oder was? Nee, nee, nee. Ja, wir haben tatsächlich eine Mine gefunden, Freunde. Hier kommen ganz Zeit irgendwelche Spinnen raus. Wir müssen ganz viele auf jeden Fall von denen killen. Und auch noch andere, damit dann der Boss kommt. Und wir gehen weiter hier auf unser Abenteuer. Ey, was ist da hinten? Ey, ist das eine Hexe, oder? Okay, komm. Eine Hexe ist das. Let's go. Okay, wir verlieren irgendwie Leben oder wir sind vergiftet oder so. Ey, was ist das denn für eine komische Mine? Dann habe ich irgendwie eine Unterwasser-Location gefunden, aber das war eine richtig schlechte Idee, da zu schwimmen, denn... Nein! Okay, ich habe mich wieder auf den Weg zu dieser Location gemacht. Okay, ich glaube, wir sind hier richtig, aber ob wir das schaffen... Und so musste ich den ganzen Weg wieder von vorne gehen, denn schon wieder bin ich gestorben. Freunde, Minecraft ist manchmal wirklich ein schweres Spiel. Yes! Ey, wir haben es irgendwie geschafft. Oh mein Gott, ey, wir sind zwar eben gerade so oft gestorben, aber wie gesagt, wir werden diesen Boss bezwingen. Und wir haben ja Golderz. Wir müssen uns auf jeden Fall daraus irgendwie auch eine Goldrüstung oder ähnliches machen. 17 Gold, ey. Wir werden jetzt richtig viele Monster killen, damit der Boss kommt. No Skinami! Okay, Freunde, wir werden gleich den Boss bezwingen. Aber ich muss euch schon mal eins vorweg sagen. Er war mega schwer und das ist unsere erste Folge in Minecraft. Also seid bitte nicht böse auf mich, dass ich so schlecht bin. Aber wir werden von Folge zu Folge besser, versprochen. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Warum wackelt das alles? Der Boss ist am Start. Schau mal, wie ich hier aussehe, ja? Eine Mischung aus Silber und Gold. Oder, nee, warte, das ist ja gar nicht Silber, das ist Eisen. Aber trotzdem, wir schaffen das. 15 Pfeile. Na komm, komm. Was ist denn das hier? Warte, warte, warte. Wir müssen... Alter Schwede. Nein, nein, nein. Okay. So ultra schwer. Schon wieder gestorben. Freunde, wie ihr sehen könnt, scheint dieser Boss richtig schwer zu sein. Und ich brauche eure Hilfe. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie wir ihn besiegen könnten. Und vielleicht bist du der Glückliche, mit dem ich das dann machen werde. Und dann, bis zum nächsten Mal. Euer Danex. Haut rein.